Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diesen Giraffen-Mood-Tracker malen kannst. Und das ist gar nicht schwer, dafür brauchst du erst einmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann natürlich ein paar Bleistifte. Meine Zebra Maltliner. Ein Radiergummi, darf nie fehlen irgendwie. Und ein Micron Fineliner. Und dann habe ich noch einen Stabilo Point, einen schwarzen, damit das Ganze ein wenig dicker wird. Ja, und dann können wir auch schon loslegen. Zunächst einmal schnappe ich mir einen Bleistift und male das Ganze vor. Also ich fange immer mit geometrischen Formen an. Das heißt, ich versuche jetzt erst einmal das Gesicht der Giraffe zu malen, dann den Körper. Dann versuche ich das Ganze ja so ungefähr auf die Größe des Blattes zu bekommen. Ich weiß, dass ich beide Seiten nutzen werde, deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich so ein bisschen auf die rechte Seite rüberrutsche. Aber du siehst schon, meine Formen sind einfach, ja in dem Fall, so ovale, ja. Und alles, was zu viel ist, kommt hinterher eben wieder weg. Also erst einmal nur geometrische Formen. Wenn du das Ganze immer auf geometrische Formen runterbrichst, gibt es eigentlich nichts, was du nicht malen kannst. Und wenn das ungefähr steht, von da aus kann man dann ganz prima die Details malen. Und dann ist das auch gar nicht mehr schwer. Im Prinzip wird das Ganze jetzt mit jedem Strich detaillierter. Ne? Wenn ich noch etwas dran malen will, wie jetzt hier das Vorderbein, dann ziehe ich das dann einfach rein oder hier den Schwanz der Giraffe. Ja, ich male dann einfach weiter da rein und schau einfach, dass es dann passt. Ne? Also sobald meine geometrischen Formen da sind, habe ich auch ungefähr das Grundgerüst der Giraffe und von da aus kann ich dann ganz einfach weitermalen. Auf die rechte Seite soll jetzt noch die Legende. Dazu habe ich mir ein Geldstück genommen, damit ich auch schöne Kreise hinbekomme. Und mal damit jetzt einfach erst einmal Mood und Tracker dahin. Mood kommt in diese Kreise und Tracker schreibe ich dann darunter. Ja, jetzt kommt die Legende. Da kommen auch noch einmal die Kreise hin. Für mich ist das jetzt hier so ein wiederholendes Element. Du kannst natürlich auch was ganz anderes malen. Das bleibt natürlich dir überlassen. Und jeder Kreis wird eine Farbe bekommen und daneben schreibe ich eben, wie ich mich dann dabei gefühlt habe. Und wie ein Mood Tracker, wie sich das eben so gehört. Ja, nachdem jetzt die Giraffe fertig ist und alles vorgezeichnet ist, nehme ich hier meinen Stabilo-Pen und zeichne das alles nach. Ich mag das jetzt einfach, weil das so eine schöne dicke Außenlinie gibt und die hätte ich jetzt hier auch gerne. Abgesehen davon kann ich jetzt hier auch die einzelnen Fälle, die halt ausgemalt werden müssen, ganz einfach ausmalen. Und das ist natürlich gleich auch schön, wenn die Giraffe ihre Flecken bekommt.
Ja, jetzt einmal noch die Linie nachziehen. Du siehst schon, was passiert. Mein Strich hat leicht geschmiert, beziehungsweise das Geodreieck. Deswegen ist es eine gute Idee, das Geodreieck immer kurz abzuwischen und vorsichtig wieder aufzunehmen. Und jetzt werde ich auch erst einmal alle Bleistiftlinien hier los. Die brauche ich natürlich jetzt auch nicht mehr. Und dann sieht die Giraffe auch schon ganz anders aus, ne? So sollte sie nämlich eigentlich aussehen. Ich habe ja nur ein paar Hilfslinien gebraucht. Doch wieder den Bleistift genommen. Ja, es ist irgendwie immer leichter, mit Bleistift vorzumalen, statt hinterher zu denken, oh mein Gott, hättest du mal. Aus dem Grund male ich jetzt einfach hier erstmal die Flecken mit dem Bleistift und ziehe die dann gleich nochmal mit dem Stabilo Pen nach. Ja, an dieser Stelle kann man doch erkennen, dass es eine Giraffe sein soll, oder nicht? Auf jeden Fall werde ich jetzt hier an diese Flecken einfach ja 31 Nummern dran schreiben für jeden Tag eine. Gar nicht an jedem Fleck hier, sondern so ganz kreuz und quer durcheinander. Und so wird dann hinterher auch die Giraffe angemalt. Immer passend zu meiner Stimmung, ne, bekommt die Giraffe einen Fleck angemalt. Jetzt habe ich hier nur eine begrenzte Anzahl von Stiften. Wenn du jetzt natürlich verschiedene Gelbtöne hast, könnte das schöner werden. Oder verschiedene Brauntöne eigentlich eher in diesem Fall. Dann sieht das natürlich sehr viel besser aus. Aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Das war es auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat mein Tutorial gefallen. Mein Mood-Tracker mit Giraffe ist mal was anderes vielleicht. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, vielleicht unseren Kanal abonnierst und die kleine Glocke anklickst, damit du immer informiert wirst, wann immer ich ein neues Video poste. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!